See befindet sich die Sonnentherme. Sie bietet Erholung satt und die zahlreichen Becken laden zum Planschen und Relaxen ein. Im Haus befindet sich auch eine große Saunalandschaft. Immer einen kleinen Ausflug wert ist das Traumbad Deckendorfs, das Ellipso. In dem Erlebnisbad mit transparenter Sonnenkuppel ist der Badespaß gewiss. Es stehen verschiedene Becken sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zur Verfügung. Eine Saunawelt und ein umfangreicher Wellnessbereich runden das Angebot ab. Immer einen Ausflug wert ist die Dreiflüsse-Stadt Passau, auch bayerisches Venedig genannt. Erleben Sie das Flair dieser bezaubernden Stadt mit ihren Sehenswürdigkeiten. Auf einer Dreiflüssefahrt erleben Sie den Zusammenfluss der Flüsse Ilz, Inn und Donau, die die Stadt berühmt machen. Tauchen Sie ein in die Geschichte der Nibelungenstadt, wie hier das Oberhaus oder der faszinierende Dom mit der größten Kirchenorgel der Welt. Hier vom Kloster Maria Hilf aus hat man einen beeindruckenden Blick auf die quasi italienische Seite der Stadt. Geschichte bodenständig, das heißt aus der Region und darüber hinaus, bietet das Heimatmuseum Dagstein am Fuße des Brodjakl-Riegels. So viel vorweg, für einen ausgiebigen Besuch des Sammelsuriums an skurrilem und altehrwürdigen sollte man sich Zeit nehmen. Und dann hat uns aufmerksam gemacht, wir sollten zwei Türen reinmachen. Ja, warum zwei Türen? Für unsere Urlauber, dass sie uns auch einmal besuchen und auch die einheimischen Leute, Fremde, was eben so vorbeikommen, ne? Sollten uns besuchen. Das war eigentlich der Anlass für das öffentliche Museum. Die Familie Scheiter lädt alle Interessierten herzlich zu einer ganz persönlichen Führung durch ein Stück bayerischer, schwäbischer und sudetendeutscher Geschichte ein. Sehr gut erhaltene Dokumente und Gegenstände des alltäglichen und des geistigen Lebens lassen Geschichte lebendig werden. Seien es historische Berufe, landwirtschaftliche Maschinen oder Haushaltsgeräte der Hausfrau anno dazumal. Jedes einzelne der ungezählten und liebevoll zusammengetragenen Originale vermitteln hautnah das Leben, wie es früher einmal war. Zahlreiche Schriftstücke und Unikate aus beiden Weltkriegen sowie eine umfangreiche Sammlung der ehemaligen DDR lassen auch die nicht so ferne Vergangenheit in realistischer Deutlichkeit Revue passieren. Lassen Sie sich einfach ein Stück in die Zeit zurückversetzen oder die eigenen Erinnerungen auffrischen und genießen Sie die Zeit in dem mit Sicherheit etwas anderen Museum Dagstein. Im Norden grenzt der Sonnenwald an den Nationalpark Bayerischer Wald. Hier erlebt man die ungebändigte Natur und im Tierfreigehege in Neuschenau lassen sich beispielsweise Wisents beobachten. Sehenswert ist ebenfalls die Vogelvoliere mit seinen einheimischen Vogelarten. In den Wäldern und Bergen des Nationalparkes, dicht an der böhmischen Grenze, befindet sich das Freilichtmuseum Finsteraue. Hier hat die bäuerliche Vergangenheit ein Reservoir gefunden. Unter freiem Himmel entfaltet sich ein begehbares Stück vergangener Wirklichkeit.
unweit davon liegt der gläserne Steig. In St. Oswald Riedelhütte befinden sich traditionsreiche Glasmanufakturen mit Werksverkauf. Hier die Traditionsmarke Nachtmann. Sie sehen also, der Sonnenwald und seine Umgebung bietet zahlreiche Möglichkeiten der aktiven Freizeitgestaltung, wie beispielsweise hier die Stockbahn in Schöllnach oder die Möglichkeit des Bogenschießens in Schöffwig. Nach so viel Aktivität hat man sich eine deftige Mahlzeit verdient. Hier im Gasthof zum Sonnenwald in Schöffwig ist man stolz auf seine Schweinshaxen. Oder soll es lieber eine bayerische Brotzeit sein? Ein Höhepunkt im alljährlichen, umfangreichen Veranstaltungskalender der Region ist sicherlich das Adventsingen der Sänger und Musikanten aus Senting. Veranstaltungen dieser Art zeugen von einer tief verwurzelten Gläubigkeit der Sonnenwaldbewohner und ihrer Verbundenheit zur bayerischen Tradition und Musik. Mit dem ersten Schnee zeigt der Sonnenwald ein ganz anderes, nicht weniger interessantes Gesicht. Die über 300 Kilometer markierten Wanderwege des Sonnenwaldes bieten auch im Winter das ideale Panorama für ausgedehnte Wanderungen. Dazu stehen eigens geräumte Winterwanderwege zur Verfügung. Thank you.
Zudem bietet die Region auch für Langlauf- und Alpinfreunde zahlreiche Möglichkeiten der sportlichen Aktivität. Auch im Winter präsentiert sich die Region als Pferdeland. Hier in Kerschbaum beispielsweise werden Schlittenfahrten angeboten. Rund um den Brodiakelriegel kommen auch Alpinski-Freunde auf ihre Kosten. Es gibt zahlreiche Liftanlagen aller Größen. Anfänger können natürlich auch in staatlich anerkannten Skischulen die Freuden auf den Brettern erlernen. Dazu stehen zahlreiche Ski- und Snowboardlehrer zur Verfügung. Skikurse werden für jedes Alter und in allen Schwierigkeitsklassen angeboten. An einigen Tagen gibt es auf den Abfahrten auch Flutlichtbetrieb. Die zahlreichen Hotels im Sonnenwald bieten jede Menge Komfort und liegen ideal, gerade auch für Wintersportfreunde. Wer sich lieber etwas passiver erholen möchte, für den sind die Wellnessbereiche der zahlreichen Hotels geradezu perfekt ausgestattet. Viele Hotels der Region verfügen auch über Schwimmbäder und präsentieren sich auch sonst in jeder Hinsicht gastlich. We'll be right back.
Der Zauber der abwechslungsreichen Landschaft des Sonnenwalles erschließt sich dem Gast zu jeder Jahreszeit. Natürlich kommen gerade auch die Langlauf-Fans auf ihre Kosten. Gut gespurte Langlaufloipen, teilweise im Verbund zusammengeschlossen, führen rund um den Brodiakelriegel durch die herrliche Landschaft. Der Sonnenwald und speziell hier Schöllnach legen nicht in Bayern, wenn es nicht auch die Möglichkeit des Eisstockschießens gäbe. Sie sehen also, der Sonnenwald ist zu jeder Jahreszeit der ideale Ort für Erholung und Erlebnis. Und das in der wohl besten Luft, die man sich vorstellen kann. Die Region und ihre Bewohner freuen sich, auch Sie bald als Gast in unserer geliebten Heimat begrüßen zu dürfen.